So, willkommen zurück, Farm Simulator oder Landwirtschaft Simulator 17 auf der nordfriesischen Marsch. Jetzt auf der Version 1.9. Ich habe mir meinen Geldstand eben rüber geknallt, habe mir jetzt auch schon die ersten Fahrzeuge gleich wieder alle geholt. Hab ein bisschen was, Moment, das gucken wir uns noch an. Hab ein bisschen was auch gemacht bei den NPCs, dass die besser dastehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Indexe alle richtig habe. Ich glaube nicht. Bei Victor Robinson war ich eigentlich noch nicht so weit. Aber ich habe denen allen schon mal zum Beispiel was gegeben. Manches ist richtig, manches ist irgendwie falsch. Naja, gut, Pech. Ja, Victor Robinson war ich nicht so weit, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie die Indexe der NPCs da verteilt sind. Da habe ich also wahrscheinlich das nicht ganz richtig gemacht. Aber man kann nicht alles haben. Zumindest habe ich ein bisschen was erreicht. Ja, auch bei dem passt das, was passiert ist. Wem gehört denn so? Ich weiß nicht, wer jetzt Index 1, 2, 3 hat und sowas. Das ist halt einfach das Problem, was ich im Moment noch habe. Jetzt gucken wir mal. Ich möchte trotzdem mal wissen, wer das jetzt alles hier ist. Ja, die sind ja alle auf dem gleichen Index so ziemlich. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch eigentlich nicht sein. Alle auf der Helden. Ah, okay, der Gary ist jetzt nicht ganz so weit. Ja, das scheint mir dann schon zu passen. Ja, James Harris, wie gesagt, den hatte ich eigentlich schon höher, aber ja, gut, habe ich nicht gemacht, was soll's. Ich habe nur nicht ganz so hoch gepusht. Ja, was ich wieder machen kann, ich kann natürlich wieder die Goldnuggets diesmal versuchen, besser zu finden. Das letzte Mal bisher nicht alle gefunden. Ich habe keinen mehr auf der Karte gesehen, deswegen, ja, irgendwie doof. Ja, auch Peter Wood ist nicht ganz so weit, ja, passt schon. Ist okay, kann ich mitleben. Ist jetzt nicht wirklich gut, aber okay. Es fehlen hier ja auch ein paar Bauern, deswegen, weil nicht genug Felder da sind, ne? Jo. Ach, das Scheißding wollte ich verkaufen, Mann. Aber ich weiß nicht, wo ich das verkaufen kann. Irgendwie habe ich da Fehler gemacht. Na gut. Also die zwei Idioten habe ich natürlich wieder. Klar, dann hier den. Dann habe ich mir jetzt den schon geholt. Den können wir gleich mal zum Hof fahren. Ja, dieses komische Teil steht schon da. Das wird verkauft. Weg damit. Ja, der hat jetzt Pflegebereifung wieder, denn weil mit dem will ich ja düngen. Aber man merkt halt auch, dass das eine Mod-Map ist. Ich habe es beim letzten Mal gemerkt, als ich immer bei der Bäckerei am Verkaufen war. Die ist ja im Nordosten. Quatsch, Nordwesten, Blödmann. die Bäckerei. Und da fährt man dazwischen über ein Stück Straße und ich war davor definitiv auf keinem Stück Feld. Und trotzdem habe ich wahnsinnig braune Spuren auf der Straße hinterlassen. Also ist da eigentlich ein Feldweg oder so, ja. Und es ist dann durch die Straße durchgekommen. Ja, daran merkst du halt, es ist eine Mod-Map. Ja? Die Karte ist ja nicht komplett neu aufgebaut. Er hat eine Grundkarte genommen und hat dann darauf seine eigene gebaut. Ist ja auch okay. Ich möchte nicht mal das machen, tut mir leid. Also, ich bin froh, dass es dann so Leute gibt wie hier den Meister Fat Action. Den Daniel, der da Bock hatte, das zu machen und schön als Mapper sich zu beweisen. Ich finde es ganz geil. Ich meine, klar, es gibt immer mal Abstriche, da stimmt was nicht und da stimmt was nicht. Scheiß drauf, ist total egal. Bam, so haben wir unseren Düngerstreuer schon wieder. Natürlich leer, war ja klar. Ja, was auch ganz witzig ist, was ich gemerkt habe, dieses Player-Kamera. Ist cool. Ja, den Mod habe ich jetzt auch mal drin gelassen. Ich finde ihn ganz witzig. Huch. Oh, kann man den auch wieder ausschalten? Ach so. Ja, irgendwie nicht, oder was? Hä? Ach, muss ich jetzt erst nach vorne über das Haus weg, oder was? Ey, du willst mich doch verarschen, oder? Aber volles Ballett. Ich will doch jetzt bloß mal hier weiter gucken, danke. Meine Fresse. Ja, aber es geht anscheinend nicht. Irgendwo bleibt man dann hängen. Irgendwo sind da Kollisionen drin. Naja, gut. Ja, das ist natürlich das Strohlager. Ja, was jetzt noch fehlt, ich habe jetzt natürlich noch diesen Rostzellmarsch. Ich werde ihn erstmal noch behalten. So schlecht ist er nicht. Aber was ich mir überlegt habe, was wir onscreen machen. Wir gehen hierher. Irgendwie ist gerade mein Jaguar rausgeflogen. Ich weiß gar nicht warum. Er ist auch hier nicht dabei. Das ist doch voll zum Kotzen. Das riesen X-Disc ist dabei. Für Gras. Ja, das geht auch nur für Gras oder Getreide. Geht nicht für Mais. Das ist für Mais, ja. Ja, das ist das Grashäckselwerk, aber das ist ja voll für den Arsch jetzt hier. Ach, übrigens, das geht nur mit New Holland, die Pappeln. Jetzt ist die Frage, ob man dieses New Holland Schneidwerk für Pappeln auch an den Krone ranballern kann. Vielleicht geht ja das. Das geht nämlich ab und zu. Mit einigen Sachen. Na gut. Das war das Startding im 15er, ne? Die Komia C6 hier. Voll für den Arsch, das Ding. Es nervt so dermaßen. Und auf Standardkarte ist das das Startding. Ja, na gut. Aber ich will jetzt eigentlich den Lexion haben. Klar, die Fendt wären auch interessant. Die hätten mehr Kapazität, aber nee. Irgendwie. Weiß ich jetzt nicht.
Oder sparen wir weiter auf den Glas und nehmen jetzt erstmal die Fendt. Könnte man natürlich auch machen, ne? Die haben halt richtig krasse Kapazität. Das ist halt das Geile. Powerflow, 35 Fuß. Was ist denn 35 Fuß? 12 Meter, oder? Müssen das sein. So was in der Art. Also genauso wie der Lexion hier. Arbeitsgeschwindigkeit steht natürlich nichts dabei, nur Höchstgeschwindigkeit. Das heißt 600 PS. Ja, ich besitze 0 davon, ist klar. 1300 Liter Sprit. Ja, der hat genauso genug. Und 500 PS nur. Reicht ja nicht, ja. Kostet, aber einfach 800 da drauf. 1,5 pro Tag. Und der Lexion 580. Oh, ist natürlich, ja. Ist eigentlich ein bisschen zu billig, ne? Wenn man sieht, was die hier kosten. Ist der Lexion eigentlich ein bisschen zu billig. Er ist zwar jetzt vom Preis her gut gemacht, aber vom Unterhalt natürlich ein bisschen zu billig. Na, scheiß drauf, wir nehmen ihn trotzdem. Einmal kaufen. Radsetup. Ja, es geht natürlich Bandlaufwerk, will ich aber nicht. Ich will ganz normale Räder haben. Kein Bandlaufwerk. Was würden es kosten? Es kostet da noch mehr. Und wie viel mehr, ey? Wieso kosten es 64.000 mehr? Ist das ein Vorteil oder was? Eigentlich nicht. Hä? Ja gut, okay. Ich sink nicht so in den Boden ein. Ja, ich habe ja den Riedelmod drin. Aber ja, auf der Straße bringt es mir auch nichts. Nee, komm, leck mich. Räder. Ja. So. Dann brauchen wir dafür selbstverständlich ein Schneidwerk. Es ist hier irgendwo drin. Da ist es. Glas. Das ist das kleine C, das ist das Vario, das große. Wow, 100.000 kostet es gleich mal. Schön, so macht's Spaß. Fendt, ah, da ist es. Powerflow. Es wären nur 10,7 Meter. Ha! Na toll. Es wären ja nur 10,7 Meter, die der Fendt bietet. Warum bietet denn der so eine scheiß Schneidwerk? Hier, ah, hier haben wir auch ein gescheites Glas jetzt mit 12 Meter. In dem Modpaket ist natürlich mehr geiles Zeug drin, muss man sagen. Ja gut, das 10 Meter Laufwerk, her damit. Erweiterung gibt es dafür nicht, klar. Gib her. So. Jetzt brauchen wir noch einen Schneidwerkswagen. Da müsste da hinten der sein. Der Mohrer. Ja, der ist, das ist nur fürs Kleine. Der ist es. Hier, den brauche ich. Ja, es gibt keine Erweiterung, ist klar, kaufen. So, Schulden bin ich auch schon los, natürlich, habe ich gleich weggemacht. So, jetzt, boah, das war jetzt schön teuer. Ah, den können wir auch gleich versorgen hier. Das wird der Waldtrecker. Bisschen Wald werden wir machen. Ich hasse Forstwirtschaft, aber ein bisschen müssen wir machen, weil, ja, erstmal will ich Erfolge haben, will ich Erfolge freischalten. Und zweitens, ja, vielleicht komme ich ein bisschen mit klar mit diesem komischen Autoload-Ding, da hier, was rechts von mir steht. Wie gesagt, es geht ganz gut. Problem daran, es nimmt halt nur, wie war das? Es nimmt nur gewisses Gewicht. Da kommt es also nicht auf. Ach, da kommt es also nicht auf die Länge an, sondern aufs Gewicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich sowas hasse? Ich fahre komplett falsch irgendwie. Irgendwas mache ich ja gerade komplett verkehrt. Oh, Gott sei Dank bin ich kein LKW-Fahrer, ey. Ich habe meistens nur zwei Räder. Sag mal, hä, was soll denn das? Jetzt bin ich doch gerade sogar richtig rumgefahren und trotzdem. Hä, das verstehe ich nicht. So, wenn ich jetzt möchte, dass dieses Fahrzeug nach links geht, muss ich so rumfahren, richtig? Nee, falsch rum. Ah, Mann, leck mich doch am Arsch. Aha, okay. Wenn ich jetzt aber versuche zurückzudrehen, geht's nicht mehr. Was ist denn das für eine Kacke, Mann? Oh, leck mich doch. Was ist denn das? Letztens habe ich es auch geschafft, aber ohne Drive Control. Vielleicht soll ich es mal ausschalten. Ja, komm, schalte ich ab. Dann probieren wir es halt so. Aber das wird auch nicht besser gehen. Jetzt bin ich in die andere Richtung zu weit. Also das, jetzt könnt ihr mir zugucken, wie ich erfolglos versuche, wahrscheinlich
diesen bekloppten Hänger daran zu ballern. Was soll denn die Scheiße? Meine Fresse, geht mir das auf den Sack. Ja, die Idee war richtig, aber wieso funktioniert sie nicht? Mensch! Was für ein Blödsinn. Ja, falsch rum genau. Zu wenig. Mir war das zu wenig, zu spät. Ah, ich krieg dich heute noch daran. Mann, ey! Okay, den haben wir versorgt. Es geht mir auf den Keks, ey. Ja, mit dem können wir dann später Holzwirtschaft machen. Den will ich verkaufen. Was? Taste Numpad 0 Hilfe? Wie jetzt? Aha! Tür auf, Tür zu. Motorabdeckung auf. Aha, der hat ein bisschen mehr. Das ist ja cool. Zeig mal. Ja. Motorabdeckung 1 und 2. Ah ja, das wäre dann 8. Was ist denn die 8? Ach so, da. Boah, das leckt aber gut, ey. Alter! Was geht denn? Läuft das jetzt wieder vielleicht? Ja, was war denn das jetzt Furchtbares, ey? Ja, der ist einfach ein bisschen laggy, so wie es aussieht, oder? Bisschen sehr, ja, okay, hier haben wir dann auch. Okay, sieht ganz nett aus. Gut, den wollen wir jetzt aber nicht aufklappen. Hui! Alter, ist der laggy. Wow! Dafür ist er halt schöner als der andere, ne? Den ich auf dieser Ami-Karte hatte. Brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren. Aber fürchterlich lässt er sich fahren, ey. Schade. Warte mal, das Feld da drüben gehört mir, oder? Ja, Feld 2 gehört mir. Ich glaube, da verzichte ich jetzt erstmal auf diesen komischen Trailer. Komme ich jetzt hier raus? Mit Schneidwerk? Ja, geht. Oh! Aber nicht hier vorbei. Ja, okay, jetzt geht's. Also, er ist etwas, mit Vorsicht zu genießen. Sag mal! Bin ich jetzt an der Flagge hängen geblieben, oder was? Oder am Baum? Wo hänge ich denn? Ach, Anne! Ist es dein Ernst? Die Blumen haben eine Kollision. Was ist denn das für ein Scheiß? Na, das Auto cruisen wir einfach mal drüber. Ja, oder auch nicht. Ja, ja, hup mal schön. Warte mal. Ach, ich brauche doch kein bescheuertes Radio. Hauptsache mal das Auto platt gemacht. Ach Mist, ich komme ja nicht mehr vorbei. Geh mir auf den Keks, du blödes Auto. Muss ich wohl zurücksetzen, schade. Ah Mann, ey, geh mir auf den Sack. Halt, da war's ja schon. Ja, jetzt ist es sowieso schon an meinem Hof. Und damit hält er jetzt endlich die Klappe und kann weiterfahren, oder? Ach, jetzt fährt er nicht mal weiter, oder was? Oh, du Penner. Jetzt habe ich ihn so festgepackt, dass er nicht weiterfährt. Und jetzt? Ah, dann gibt es hier irgendwann einen Stau, okay. Vielleicht löst er sich auch nach dem Neustart des Games oder so, keine Ahnung.
So, jetzt haben wir den Scheiß am Hof. Das erspart mir auch schon mal was. Ja, okay, er ist jetzt nicht schlecht, aber er ist relativ vom Sound her ein bisschen besser als der andere, aber er hat nicht dieses Jaulen, was der Lexion eigentlich hat. Hat der auch immer noch nicht. Das ist in dem 15er besser implementiert. Naja, gut. Jetzt die Frage, kommen wir hier vorbei? Mit dem Riesenschneidwerk. Weil das ist halt schon ein bisschen größer als als das andere. Ja, es geht aber, glaube ich, oder? Gerade so. Maßarbeit, ey. Ja, ich werde mir halt doch mal diesen blöden Trailer mitholen müssen, weil für weite Strecken, die kann ich so nicht fahren. Gut, also ich habe jetzt auch dieses Teil hier. Strohablage. Geht wohl nicht. Ach so, ja, passt. Jetzt kann ich ausschalten, okay. Ich war bei falschen Geräteauswahl. Jetzt erstmal Maschine aufklappen, sonst kann ich natürlich gar nicht starten. Ja, und dann geht es los. Hier müsste Raps sein. Was natürlich jetzt nicht mehr stimmt, ist, ach so, blöd Mann. Ach so, muss ich auch noch ausklappen? Was ausklappen? Das ist doch ausgeklappt. Willst du mich verarschen? Schneidwerk aufklappen, hä? Ach. Ach, der Abstandsmesser fehlt dir. Ja, du bist ja wohl nicht ganz dicht. Oh je. Was wollte ich gerade? Ja, was jetzt nicht mehr passt, sind die Füllstände. Das habe ich nicht rausgefunden, wo ich mir die einschreiben kann die Füllstände meines Silos, weil die waren ja voll. Das habe ich halt jetzt nicht mehr. Das heißt, ich hätte mir eigentlich ein bisschen mehr Geld sogar noch geben müssen, weil ich ja volle Silos habe. Oh, da ist ein Goldnugget. Ja, das holen wir uns dann bei Gelegenheit. Das habe ich halt jetzt nicht. Pech. Was ich jetzt auch nicht gemacht habe, ist hier vorher düngen. Ich weiß zum Beispiel hier, der Meister Fat Action macht es immer. Aber fertig gewachsene Felder braucht man eigentlich nicht mehr düngen. Das bringt, glaube ich, gar nichts. Also wenn, muss ich es im Wachstum ja machen. Der Logik halber würde ich sagen, beim fertig gewachsenen Feld bringt das nichts. Oh, das ist halt ganz schön buggy. Das Schneidwerk. Da war aber der andere besser. Von der Hinsicht her. Das ist ja nur ein bisschen blöd, ne? Ganz ehrlich. So, machst du hier deinen Jobstraw hin? Ja, machst du, okay. Na gut. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus. Es backt immer mal das Schneidwerk durch. Das ist jetzt nicht schön. Aber selten. Was soll's? Egal. Ja, wie gesagt, jetzt Neustart auf der 1.9. Was gab's Neues? Was habe ich gelesen? Man kann Brot backen anscheinend irgendwie. Waren noch ein paar Sachen, die neu waren. Irgendwie waren sogar neues Saatgut dabei. Kann auch sein. Na, werden wir gleich sehen. Probieren dann mal ein bisschen was. Uah. Komme ich zurück? Ja, geht schon. Mit Allrad und Differential geht alles. Ja, es guckt hier fast nichts bei rum bei Raps. Na, dafür ist Raps ja mehr wert. Was soll's. Ja, jetzt muss ich erstmal alle Felder wieder ernten halt. Muss ein, zwei Missionen für die Bauern machen. Damit ich wieder ein bisschen gut bei denen dastehe. Also auf jeden Fall für den Harris, weil bei ihm stand ich schon besser. Ah, also da war ich eigentlich schon fast bei drei Viertel, ne? So hieß ja, glaube ich, auch eines der letzten Videos. Wobei ich habe Harrison geschrieben, das ist natürlich auch sehr sinnig. Heißt ja nur Harris, aber ist ja wurscht. Naja. Ja, also jetzt mit Klaas. Ich weiß nicht, was mein Jaguar macht, warum der weg ist. Ich habe den eindeutig im Mod-Ordner drin. Keine Ahnung, was da kaputt ist schon wieder. Warum das Ding nicht funktioniert. Da muss ich jetzt mal gucken, was da los ist. Und ich habe vorher noch einen runtergeladen, aber der hat anscheinend abgebrochen dann, weil ich das Spiel beendet habe. Jetzt muss ich nur neu starten, auch runterladen. So ein Blödsinn. Na, dann machen wir das gleich. Weil, also ich möchte schon ganz gern wenigstens wieder den Jaguar-Häcksler haben. Wobei häckseln wird eh noch ein bisschen dauern. Ich muss erstmal jetzt wieder Kohle machen, dass ich wieder 500.000 Minimum über der Mille drüber bin. Weil, wobei, vielleicht klappt es diesmal auch mit den Nuggets. Vielleicht war das auch nur ein Fehler, weiß ich jetzt nicht. Was auch nicht passieren wird, dass die KI die Felder kaputt gehen, weil Zuckerrüben funktionieren wieder.
Weil das war ja das Schöne, deswegen musste ich einige Felder von denen pflügen, weil ihre Frucht ja verfault war. Die konnten sie nicht ernten, weil sie nicht, einfach nicht vorhanden war. Vom Spiel ja nicht erkannt wurde. Dumm gelaufen. Naja. Ja, Zuckerherstellung ging, glaube ich, auch. Nee, das ging doch eh schon. Die Zuckerherstellung, Zuckerfabrik ging, glaube ich, eh schon, oder? Wie war denn das? Oder habe ich eine andere Karte gemeint? Nee, die Zuckerfabrik müsste oben sein, beim Hafen. Moment, wir schauen jetzt gleich mal. Wenn ich unten am Feldende bin, muss ich mir das nochmal angucken. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt so der Plan. Erstmal wieder Geld machen. Vielleicht die Nuggets erfolgreich finden. Mehr Fahrzeuge noch, aber dann. Ja, zum Transport vielleicht Klaas. Für die Feldarbeit John Deere. Weil da habe ich kräftigere, stärkere. Klaas habe ich irgendwie nicht so die starken. Außer den Xerion, okay, der ist ganz witzig, aber den. Ja, den kann man dann vielleicht mit dem Saddle Track nehmen. Aber jetzt auf einmal gehen die Frames mal kurz auf 40. Jetzt sind sie wieder unten. Das ist ein Witz. Irgendwo, irgendwas stimmt da nicht, aber naja. Oh ja. Komme ich zurück? Ja, ich komme zurück, okay. Ja, dann ist das Feld nämlich hier auch vorbereitet, dann kann das jetzt die KI... Ey, ich muss auch wieder Vorwärtsgang reinmachen. Dann kann das nämlich jetzt die KI, der Helfer, machen. Naja, dann sehen wir weiter, was passiert. Ja, der ballert ganz schön weit nach hinten raus, na, er lässt aber auch ein ganz schönes Stück über. Keine Ahnung warum. Naja, na, da ist das KI vorbereitet hier. Kann der da was machen. Und er ist trotzdem noch nicht voll. Na, wie gesagt, ich 12 oder 14 hat er ja trotzdem, 12.000, 15.000. Beladung und Raps bietet halt einfach nichts. Drüben meine Gerste, okay. Die war ja eigentlich voll, das Silo. Das heißt sowieso, die Ernte jetzt kann ich vergessen. Da wird relativ wenig verkauft werden. Aber okay, was soll's. Wir schauen mal, was wir als nächstes wieder für Nachfragen kriegen. Ob das dieselben sind. Ob das einfach immer das Gleiche ist. Dann wissen wir, dass es schon mal kein Zufall ist, aber gut, dann ja, auch egal. Hey. Zurück. Oh Gott, Junge. Ja, es geht schon. Passt schon. Nee, so nicht. Ne, dann wissen wir, dass das kein Zufall ist, weil da steht nämlich auch irgendwas drin von immer gleichem Antrag, so und so sollen Angebote kommen oder was. Sonderangebote, ne, beim Fahrzeughändler. Naja, mal gucken. Ob da was Schönes passiert, was ich haben will. Oder eher nicht. Ja, also Neustart jetzt auf der Version 1.9. Jetzt halt blöd. Jetzt ein bisschen einen Stand habe ich bei den Bauern. Ja, okay. Mein Geld habe ich mir sowieso mit rübergezogen. Logisch. Und eben auch den Fuhrpark, den ich schon hatte. Also ich habe einfach das Geld umgerechnet, was ich in den Fuhrpark reingesteckt habe. Habe mir das wieder gegeben. Habe mir den Fuhrpark jetzt wieder geholt, dass ich die wieder habe alles. Und eben jetzt, weil ich ja 1.7 was hatte, den Lexion geholt. Ja, mal gucken. Ja, das heißt, wir haben jetzt zwei Drescher, oder ich. Das macht die Sache schon mal ein bisschen einfacher. Da müsste Weizen stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Auf dem Feld neben den Schweinen. Naja. Und jetzt gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Dann würde ich sagen, ich beende die Sache mal hier. So viel zur Info wegen Neustart und so weiter. Und dass ich hier ein bisschen was gedreht habe natürlich, um mein Savegame nicht komplett zu verlieren. Ganz klar. Ich sage danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Comment. Und dann schauen wir mal. Nächste Anschaffung wäre eigentlich mal eine Ballenpresse und ein Ladewagen. Mähwerke. Ja, und auch den Arcosin Autostack, den Ballenladewagen. Und dann könnte man mal anfangen, hier Strohablage auch einzuschalten. Dann haben wir zwar nicht mehr die Felder automatisch gedüngt, aber dafür können wir Stroh sammeln. Stichwort Futtermischfabrik. Oder eben auch selber mischen. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Dann sehen wir weiter. Bis denn.